Wir stehen bei strahlendem Sonnenschein an Hamburgs wohl düsterstem Ort, dem Dungeon. Hier gibt es ab jetzt eine völlig neue Attraktion, die Flucht aus Santa Fu. Mal sehen, was uns hinter schwedischen Gardinen alles erwartet. Die Geschichte, die wir erzählen, ist, ein Gefangener bricht aus und unsere Besucher werden beschuldigt, ihm geholfen zu haben, dass er ausbrechen konnte. Und das führt natürlich dazu, dass sie selber zu Gefangenen werden. Na los, raus aus der Tür! Weitergehen! Na los! Das nie wieder oder nie genauso machen. Aber ich sag mal, zu 70-80% ist schon vieles da. Die Türen zum Beispiel entsprechen den damaligen Zeitraum und auch die ganze Aufsicht und auch vorne die Schreibtische. Sonst ist das ziemlich gut gemacht. Der Schauspieler war meiner Meinung nach etwas zu viel geschminkt, weil er auch die Verletzung, die hat man nicht. Er hätte vielleicht ein bisschen blasser nur, das hätte gereicht. Die Flucht aus Santa Fu ist uns offensichtlich gelungen. Mein Fazit dazu, für alle Horrorfans und Fans des Dungeon ein absolutes Highlight. Mein persönliches Highlight war dabei die Wasserbahnfahrt. Was ich etwas schade fand, ist, dass man so wenig von Santa Fu gesehen hat. Aber eigentlich kann ich auch froh sein, da wieder raus zu sein. Also werde ich jetzt den restlichen Tag meine Freiheit genießen.